VfL Bochum. Stimme Süd bitte. Der Reporter im Olympiastadion ist Thomas Herrmann. Trost vom Franz, aber wissen Sie, warum der Markus Babbel unter anderem auch nicht drankommt? Die Jungs sind alle gesund, der gesamte Kader, kein Wehwehchen weit und breit, fast einmalig in der Liga. Das ist die Symbiose zwischen Mannschaft und Trainer. Sie wollte ihn, die Psyche ist also intakt, also streikt der Körper viel seltener. Das ist erwiesen. Die Namen der 11 Superstammspieler der Bayern in dunkler Kleidung sind hinlänglich bekannt, laufen ja auch als Trikots pausenlos in ganz Deutschland rum. Die zweite Minute ist schon angebrochen, alles noch im Rahmen. Doch einer versuchte ihn gleich zu sprengen. Mario Basler legte los, was das Zeug hielt, rannte und kurfte. War trotzdem lecker anzusehen. 3 und sein Super-Assi-Auge. Helmer. Wosch gegen Ziege. Ein Wurf, Christian Ziege. Auf Spezi Scholl. Und Ex-Kollege Gospodarek, rigoros Uwe Gospodarek, hat dem VfL den Sieg ja im ersten Heimspiel gerettet. Die Gäste der VfL Bochum ohne den gesperrten zentralen Defensivmann Tomasz Waldoch, dafür Jack und Baluszczynski auf der Bank. Wohl die Defensivvariante, aber keineswegs verkroch sich der Aufsteiger. Wosch und Mamic, Zoran Mamic, der Kroate in der 10. Minute mit einer richtigen Chance. Leichte Mühe bei Oliver Kahn. Ja, ja, so ein dickes Ding hatten die Bayern bislang noch nicht. Müßig zu sagen, dass es jetzt gefährlich wird. Basler. Die lange Variante, Ziege wartet, gut gedacht. Allemal. Der VfL Bochum hinten nicht auf einer Linie. Thomas Reis spielte klassisch Libero. Mario Basler. Etwas eigensinnig und abgeblockt und mit ihrer rochierenden Überfalltaktik über die Außenbahnen der VfL das gefährlichere Team. Wosch das Tigerchen. Donkov. Außennetz, 17. Minute. Der Neuling beeindruckte. Eckball, Schreiber für Baluszczynski im Team. Kahn und Donkov Matthäus auf der Linie. Sapralot, das Dream Team 2 in der ersten halben Stunde ab und an verträumt. Bochum mit Wosch, Donkov und Peschel sehr effektiv. Schreibers Patzer und Basler. Rizzitelli mit Gerd Müller Oberschenkeln, kein Sprintstar. Aber nochmals gleich die Bochum-Chance, die der Kapitän nach 20 Minuten gerade noch zunichte machte. Es war eine Freude, den unbekümmert und ohne Respekt spielenden Gäste zuzuschauen. Der taktische Zweireiher der Bayern zerknittert oder sagen wir mal nicht faltenfrei. Mamic. Und Wosch gegen Ziege. Naja, Kahn. Nun ja, das ist keine Sensation, dass die Münchner gegen die Kleinen oft nicht groß rauskommen. Es ist harte Arbeit. Scholl und Basler tauschten regelmäßig die Seiten. Basler oft über links. Da ist er wieder. Gegen Matthias Jack. Gegen Reis und abgefälscht. Gleich nochmals diese Szene. Bekommt den Ball von Klinsmann, doch ein Zusammenspiel wird nicht daraus. Er führt den Ball, das Tor im Blick. Hier. Das sind die Bochumer, die Leibspeise der Bayern in der Bundesliga in der Mahlzeit. Versuche allemal vorhanden. Nierlinger, Helmer. Zieht. Klinsmann, Rizzitelli sperrt mit allen Pfunden, die ihm ab der Gürtellinie zur Verfügung stehen. Hamann, Gospodarek. Rizzitelli wartet auf Hamann. Wo
Eckball. Bosch. Kracht gegen Strunz, kracht. Dann Donkov, Scholl auf der Linie in der 45. Minute. Dusel über Dusel für Bayern. Solche Geschichten müssen sich eigentlich rächen. Die Zeitlupen, Bilder zum Leiden für die Fans im Ruhrpott rund um Bochum. Donkov und Kracht hier, Pfosten und Scholl dort. Nochmals. Achtung, Scholl zuckt und dann Scholl rettet. Niemand ist klein genug. Babbel wird sich seinen Teil denken. Dann ist Halbzeit, Giovanni Trapattoni gewaltig angesäuert, deutet Wechsel an. Wir hören mal, was der Präsident sagt. Bitte, Stefan Ott. Sie da jetzt Trainer wären, was würden Sie jetzt der Mannschaft sagen da unten? Ich glaube, das sagt der Giovanni Trapattoni, der wird ja die richtigen Worte finden. Vielleicht weckt das auf. Noch hat Trapattoni nicht seine Wechselfingerzeige wahrgemacht. Alles beim Alten, auch was die Stärke des VfL anging. Einfach bewundernswert, diese Unbekümmertheit. Der Peschel. Oder Schreiber. Kötzle und Kahn, überrascht. Nochmals gleich zu viel Platz für zu viele beim VfL. ...60.000 Zuschauer verwundert, ob der Ausgeglichenheit, aber große Mannschaften warten nur auf große Momente. Hamann. Auf Scholl. Matthäus, Klinsmann, der Antritt, der Moment auf Rizzitelli. Im letzten Moment gegen Peschel, 53. Minute, es musste fast so kommen. Rucci, Rizzitelli, die erste Chance, sein zweites Saisontor, Hut ab. Der arme Kracht plötzlich gegen Klinsmann und Rizzitelli, das war zu viel des Guten. Wie gesagt, der richtige Moment, Klinsmann selbstlos, wie man ihn kennt, national und international. Und nochmals gleich, Scholl der Anfang, Matthäus der Kopf, Klinsmann der Treiber, Reis ausgespielt, das Ende naht. Kam dann für Mario Basler. Und Klaus Toppmöller vom Sprüche klopfenden Steinadler Präsentator zum ruhigen, souveränen Trainer. Jetzt sauer. Toppmöller erwartet einen sehr großen Lernprozess für jeden Spieler gegen München. Gelernt haben sie auf alle Fälle, dass man Chancen ausnützen sollte auf jedem Fußballplatz der Welt. Und Bayern Abwehr und Bayern Mittelfeld immer noch anfällig. Wosch, Riesenspiel, Donkov. Eckball, Mehmet Scholl. Der Liebling der Massen. Scholl. Und Klinsmann, wenig sonst zu sehen, bis auf die Torvorlage. Dann musste Ziege raus, zwei Halswirbel hatten sich verschoben, geht ihm aber schon wieder besser. Markus Münch kam und Trapattoni ging auf Nummer über, hyper sicher. Klinsmann ging, Markus Babbel kam und Helmer rückte ins Mittelfeld. Bochum immer noch nicht beeindruckt, geht man, wie viel Platz lassen die Münchner den Gästen? Baluszczynski gegen Hamann, ein Riesenkracher. Nein, vom Dusel sind die Weisen wahrlich nicht verfolgt. Baluszczynski kam für Kötzle. Aber die Szene noch in vollem Gange. Und auch dieser Hammer brachte die Gastgeber nicht dazu, energisch, konsequent zu stören. Die sausten vor der Abwehr nach Belieben rum. Peschel.
Kloszczynski. Dariusz Wosz, der Wirbelkönig, unbehelligt, immer noch Wosz. Wosz. Peschel, da ist's passiert, 1:1, 73. Minute und es ist wahrlich verdient. Sie hatten sich diesen Ausgleich redlich erarbeitet, erkämpft, erspielt. Alle Achtung, Wosz narrte sie, Münch zu unentschlossen. Peschel dann unbeachtet, dabei hatte er wahrlich genug Hab-8-Aktionen vorgelegt. Nochmals der Spaziergang des Spielers des Tages, Wosz, und die Trabi-Connection hatte zugeschlagen. Wosz, Peschel, Platz ist in der kleinsten Hütte. Topmüller, der den VfL Bochum in der Liga etablieren will. Ja, und nun ihr Bayern, Klinsmann, Basler draußen und nichts mehr mit 1:0, da schau her. Wer steht da? Helma! Gospodarek. Mamma mia! Herr Trapattoni. Noch 10 Minuten, Eckball, Scholl. Rizzitelli, noch der gefährlichste unter den verbliebenen Offensivkräften. Und plötzlich ein Erwachen der Gastgeber, das Temperament erblühte. 85. Minute, da ist er, Thomas Frunz. Ja, zu erzwingen ist nichts, kurz vor Schluss. 89. Minute, Münch, Markus. Scholl gewann viele Zweikämpfe, aber ohne Wirkung. Zickler, Münch, auf, Nierlinger, Gospo ohne Fehl und Tadel. Topmöller bitte abpfeifen, Herr guter Schiedsrichter Kemmling, uns reicht's und er tat wie ihm empfohlen. Diese Topmöller-Bande hat viel Substanz, Gratulation. Und auch das Dream Team 2 muss noch viel lernen, unter anderem niemanden zu unterschätzen. Keiner weiß das besser als Lothar. Uli Köhler und Stefan Ott, bitte. Wir haben halt einfach schlecht gespielt. Das hat nichts mit Taktik zu tun, wir waren halt nicht gut drauf. Was hat es gelegen? Abstimmung? Wolltet ihr zu viel oder kann man da so eine Kurzanalyse machen? Nein, wir haben ein Tor bekommen, wo wir mit 8-mal hinten waren. Und das darf irgendwo nicht passieren. Da muss er halt so ein Spiel 1:0 gewinnen. Der Trainer wird schon wissen, warum er ausgewechselt hat. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Warum meinen Sie denn, dass er ausgewechselt hat? Ja, da müssen Sie einen Trainer fahren, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das war keine Verletzung? Nein. Dass ich mit meiner Position so nicht zufrieden bin, ich glaube, das ist legitim. Und dass ich mich beschwert habe über die Art und Weise, ich glaube, das Recht gehört mir auch. Ich habe keinen Spieler, niemanden angegriffen. Ich habe mich bloß auf meine Situation aufmerksam gemacht. Und ich glaube, das ist eine ganz legitime Sache. Und deswegen gibt es da kein böses Blut. Darius, das hat ganz leicht ausgeschaut gegen die Bayern, wie Sie das da gemacht haben. Wie beim Handball, einmal rundherum. Ja, mich hat keiner angegriffen, ich hatte Zeit noch zu gucken. Und dass es so glücklich war, dass ich im Peter Peschel angespielt habe, dass Peter noch Story macht, das war super heute. Leichter, als Sie gedacht haben, oder? Naja, leicht haben sie mir gemacht, weil keiner angegriffen hat und ich habe wirklich Zeit gehabt zu gucken und zu spielen. Ich denke mal, da gibt es in der Bundesliga keinen, der so einen kleinen Mops wie den Darius, wenn der sich mal anfängt zu drehen, halten kann. Also das ist seine Spezialität und da kommt auch keiner hin und hat er riesig gemacht und er behält aber dann auch noch die Übersicht und das ist das Gute an ihm. Tja, ein Mops kam in die Küche und der VfL Bochum ließ es sich nicht nehmen, genüsslich die Welle in der Bayernkurve zu zelebrieren. Zurück zum Zeremonienmeister Johannes Kemmling.